Komm heraus. Komm heraus, ihr Schönen. Aha, seht ihr das auch? Wenn wir noch im Winter stecken, der Frühling kommt hundertprozentig. Hier verwandelt nämlich etwas sich schon. Ja, das ist so etwas mit den Jahreszeiten. Man kann sich darauf verlassen, dass nach jedem Winter wieder der Frühling kommt. Das tut gut. Jede Jahreszeit hat ihre ganz eigene Schönheiten. Selbst Winter, wenn er kalt und dunkel ist. Aber es liegen besondere Schätze darin verborgen. Natürlich anders als im Frühling und im Sommer, aber alles hat ja seine Berechtigung. Und die Natur ist wie ein Spiegel unseres eigenen Lebens. Auch wir erleben so etwas wie Jahreszeiten. Nicht immer ist es hell und warm bei uns, aber alles hat seinen Sinn. Und nach jedem Winter kommt wieder der Frühling. Es ist ja interessant. Der Mensch kann 40 Tage ohne Essen auskommen, 3 Tage ohne Wasser, 8 Minuten ohne Luft, aber keine Sekunde ohne Hoffnung. Selbst wenn es uns ganz schlecht geht, hängt alles davon ab, ob wir die Hoffnung bewahren und den Mut, weiterzugehen. Gar nicht so einfach. Sehen Sie dem kommenden Jahr mit Hoffnung oder Befürchtungen entgegen? So hieß es letzten Dezember in einer repräsentativen Umfrage. Und das Ergebnis war ziemlich düster. Kein Wunder bei dem, was alles gerade so los ist um uns herum. Ja, was hätten wir gesagt? Haben wir etwas, was uns hoffen lässt? Trotz allem? Hört nicht auf zu hoffen. Leicht gesagt, aber das ist gar nicht so einfach. Angesichts mancher Leiden, zunächst ist man dem oft einfach ausgeliefert. Vor allem ist es das Schwerste, wenn man gar keinen Sinn in einer Schwierigkeit oder im Leid finden kann. Es ist aber erstaunlich, wie manche Menschen Dinge erleben im tiefsten Leid, die ihnen Hoffnung schenken und die sie nicht für möglich hielten. Zum Beispiel hat eine Frau mir erzählt, dass sie als Kind die Liebe der Mutter entbehrte. Ihre Mutter hatte viele, viele Probleme und konnte ihr einfach keine Liebe schenken. Und das war für sie wirklich sehr, sehr schwer, als Kind und auch nachher. Sie sagte, dass dieser Verlust heute einfach ein Teil von ihr ist, ein Teil ihrer Geschichte. Sie hat auch in ihrem weiteren Leben viele schwierige Dinge durchmachen müssen, aber sie sagt, Gott sei Dank habe ich Menschen gehabt, die mir geholfen haben. Und sie beschreibt diese Menschen wie Fireflies. Das sind so kleine glühende Fliegen, die man tagsüber nicht sieht, die aber nachts leuchten. Ja, und manchmal muss man durch eine solche dunkle Nacht, damit man auch diese leuchtenden Erlebnisse haben kann. Diese Frau sagte, dass sie gelernt hat, auch selber ein solches Licht für andere zu sein. Der berühmte frühere Premierminister von Großbritannien, Winston Churchill, soll einmal gesagt haben, wenn du durch die Hölle gehst, geh bloß weiter. Da steckt ja was wirklich Wahres drin. Der Glaube, dass unser Leben schon viele Höhen und Tiefen kennt und vielleicht auch Zeiten, die uns wie die Hölle vorkommen, aber eben auch, wie wichtig es ist, in diesen schweren Zeiten weiterzugehen, weil die gehen vorbei. Ich denke da gerade an eine Familienmutter, die hat eine wirklich schwere Zeit hinter sich. Seit dem Unfall von ihrem Mann, der ist jetzt querschnittsgelähmt und war monatelang im Krankenhaus. Und die Frau hat ganz viel geweint, wie sie sagt, in dieser Zeit. Aber in ihrem letzten Brief, da war auf einmal Hoffnung spürbar. Mein Mann ist jetzt zu Hause, hat sie geschrieben. Und er macht wirklich Fortschritte. Er nimmt sein Leben jetzt tapfer an
und versucht es anzunehmen. Wir machen auch Spaß miteinander und lachen sogar wieder. Wir denken vor allem nicht mehr darüber nach, was alles noch hätte sein können, was wir jetzt nicht mehr tun können, sondern was ist jetzt möglich. Wir müssen einfach uns mit der Situation anfreunden und es gelingt mir zunehmend besser. Es war so schön, diesen Brief zu lesen. Hoffnung. Das ist nicht einfach ein Gefühl, das man haben kann, sondern sie ist ein Geschenk. Sie ist ein göttliches Geschenk. Als Christen wissen wir, dass wir letztendlich auf dem Weg zu Gott sind. Ja, und dass wir eines Tages wirklich bei ihm unendlich glücklich sein werden. Aber woher kommt das? Woher kommt dieses Geschenk? Um uns das zu schenken, ist ja Jesus gescheitert wie kein anderer. Er ist ja buchstäblich durch die Hölle gegangen und er ist weitergegangen. Er ist ja auferstanden. Und ist das nicht auch ein Zeichen, dass auch wir auferstehen werden? Dass wir aber auch im Leben immer wieder aufstehen müssen und weitergehen müssen. Wir haben ja seinen Geist in uns und er geht mit uns. Auferstehen und weitergehen, darauf kommt es an. Hoffnung ist wirklich ein Geschenk. Sie ist die Fähigkeit, Licht zu sehen, auch wenn es dunkel ist. Und damit können wir auch anderen Hoffnung schenken. Diese Hoffnung wird praktisch im Vertrauen. Vertrauen wir also Gottes Begleitung und Führung durch die dunkle Zeit. Ich kann natürlich nur vertrauen, wenn ich daran glaube, dass jemand mich unendlich liebt und mein Bestes will, dass er es wirklich gut mit mir meint. In der Bibel ist 120 Mal von der Hoffnung auf Gott die Rede. Schon beim Propheten Jeremia, da heißt es, gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Und 365 Mal heißt es, fürchte dich nicht oder hab keine Angst. Diese Zusage gilt also für jeden einzelnen Tag des Jahres. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und er bleibt diesem Bund treu. Das Leben ist eine Reise zu ihm und mit ihm. Geht ihr mit?